Wie viele von euch haben denn nur zum Beispiel nur die Bücher gelesen oder beides oder nur die Filme? Das würde mich mal interessieren. Moin Leute, heute wird's kurz und knackig, denn die nächsten paar Level sind alle kurz und knackig. Aber da unten, seht ihr? Da ist Harry Potter. Aber erstmal kümmern wir uns um der Kürbisking. Hi Palle, willkommen zu meinem fünften Level für dich. Bitte bewerte streng, damit ich mich verbessern kann. Viel Spaß! Alright, alright. Okay, run. Alright. Jetzt auf einmal slow? Hä? Hm? Muss ich hier... Ich muss wahrscheinlich hier durch. Ich werde jetzt einfach mal ordentlich Gas geben. Damit ich da auf jeden Fall durchkomme. Stopp, nix, stopp, Alter. Wir legen hier los. Wir legen einfach los. Ich glaube, das war falsch. Ach, komm schon, okay. Wir hätten da wahrscheinlich irgendwo runtergemusst. Aber der Anfang ist auf jeden Fall, der ist richtig. So, warte mal, jetzt fahren wir hier. Oh Gott, stopp. Okay, alles easy. Das Level sieht schick aus. Ich mag diesen Schwarz-Weiß-Look. So, jetzt geht's hier runter. Okay, das ist gut. Das ist auf jeden Fall, das ist schmagotastisch. Leute, was habt ihr denn so in den Ferien alle so unternommen? Fliegt ihr irgendwie noch in Urlaub oder zockt ihr den ganzen Tag? Das würde ich machen, denn ich weiß nicht, es gibt so ein richtig geiles Oldschool-Rollenspiel, Pillars of Eternity, heißt das, glaube ich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Soll ich mehr machen? Ja, auf jeden Fall, Bro. War ein schönes Level. Und das... Ich komme aber einfach nicht zum Zocken, Alter. Ich bin hier mit meinen drei Videos am Tag bin ich echt richtig gut ausgelastet. Dann hatte ich ja zum Beispiel am Montag war dann der Livestream. Und danach habe ich mir dann mal mit Peter ein bisschen Zocken gegönnt, ein bisschen FIFA. Aber ansonsten, ey, ist da echt viel, viel ausgebucht. Aber ich will mich nicht beschweren. Es macht ja einfach unheimlich viel Spaß. Da kann man ja nicht vor der Hand weisen. So, Paluten, Würzen, K&K von Felix Blue. 2000. Hey, Paul und André, ich hoffe, dir gefällt mein Level. Aber jetzt los, sonst wird die Folge zu lang. Viel Spaß. Liebe Grüße, Felix. Alright. Viel Spaß bei meinem Level. Ich habe sehr lange dafür gebracht, also bewerte das bitte fair. Ach, und Palle, in Happy Wheels gibt es doch einen Vollbildmodus. Drücke dafür Tab, dann unten rechts den kleinen Knopf. Ich habe mein gutes Setting hier eingerichtet. Hier ist alles wunderbarski. Wunderbarski. So, übrigens eine sehr, sehr schöne Sonne. Oh Gott, was? Was ist das denn für ein Level aus der Hölle? So, komm schon. Oh Gott. Okay, komm schon. Das kriegen wir hin. Warte mal, vielleicht sollte ich die ganze Zeit bremsen. So richtig langsam hier und dann wirklich die ganze Zeit bremsen. Oh, yes. Das Level ist irgendwie cool. Weil es hat so einen ordentlichen Speed, aber hier vernünftig rumzukommen, das ist echt... Nein! Oh Gott, ist echt nicht so einfach. So, jetzt sind wir mal ein bisschen langsamer, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben auch irgendwie keine Ärmchen mehr. Okay. Check. Irgendwie gefällt mir das Level. Auch viele Sachen. Da war eine unsichtbare Mauer. Also so ein unsichtbarer Bogen. Oh Gott. Komm, komm, Junge. Sauber. So, jetzt geht's hier ein bisschen runter. Alles easy. So, jetzt hier ein bisschen rüber slurpen. Jetzt müssen wir gleich hier richtig landen. Genau, perfekt. So, und da ist der Victory. Zack. Bitte grüß meinen Kumpel Paul, oder? Ja, ich glaube, es soll Paul heißen. Ja, schöne Grüße, war ein geiles Level. Irgendwie hat mir das richtig gut gefallen. Ich mag das immer, wenn da Speed drin ist. So, Paluten 14, K und K von Paluten Fangirl. Paluten, das ist ein K-Level. Alles dreht sich. Naja, dies und das eben. Okay, bla bla bla. Viel Spaß. Ich grüße jetzt mal keinen, da es keine Wunschbox ist. PS, bist mein Lieblings-YouTuber. Scroll. Na, neugierig? Hier ist nichts. Hi! Das freut mich, dass, aber es gibt ja noch so viele andere gute Leute, deswegen, das ist ein Drehlevel. Hier dreht sich so gut wie alles. Okay, liebe Grüße, Denise aus München-Gladbach. Die Todesringe. Hier musst du halt durchkommen. Ach, die Todesringe. Tomato, Tomato. Zack, was ist hier, was geht hier ab? Oh, was? Was ist Spaß? Ach so, da hat jemand ein Glassbreak gefaked. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. Okay, fertig. Also jetzt kommt ein Ball voll. Okay. Oh, okay. Ich muss nur kurz hier runter. Und jetzt. Und der Victory. Molto bene. Sì. Oh, jetzt kommen Harry Potter immer näher. Paluten 14 K&K von
Kreox 17. Moin, Palle, ich habe mir ein kleines Level für dich hingezaubert. Ich hoffe, es gefällt dir und bitte grüß Arthur und die Gesamtschule aus Hürth. Ja, schöne Grüße an Arthur und die Gesamtschule aus Hürth. Und dann kräftiges Hullo. Und dann geht's auch schon los hier. Okay, okay, jo. Grüße. Ach, erst sollen wir nur Arthur grüßen und dann Milad. Also, sorry wegen der Kuppel. Hm? Hui, Rika. Ui. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, ich komme, sonst komme ich hier doch gar nicht durch. Ich muss hier irgendwie abspringen. Absprung! So, komm schon. Rona hier. Zack. Und da ist er doch schon. Der Genickbruch inklusive Victory. Paludin 14 Impossible 2 von Winter. Oh Gott, die Bewertung ist aber nicht so gut. Hey Palle, hier ein Impossible für dich. Dich erwartet 8 Arrowguns übereinander. Arrow Bazooka. Landmine auf dem Pfosten. Fliegende Mine. Harpoon Gun. Falls du es nicht schaffst, speicher ein Replay. Okay. Ja, im First Try, sage ich euch. What? Wie soll ich denn da die... Oh Gott, oh Gott. Toll, ich bin schon tot. Das Nervige ist... Warte mal, ich könnte... Oh Gott. Ich müsste die Mine hier so ein bisschen... Ja, da wäre ich sofort an die Wand getackert. Oh Gott, dammit. Alter, wie viele... Diese Person ist doch gar nicht mehr überlebensfähig. Guckt ihr euch an. Die hat gefühlte 20.000 Pfeile im Kopf. Warte mal, hab ich die Mine? Die ist dann oben nicht mehr. Ah, jetzt nicht da oben ran. Ey, wir können das schaffen. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie sollte es funktionieren. Junge, du bist... Du kannst eigentlich gar nicht mehr... Nein! Ich muss da irgendwie rüberkommen. Aber er springt mit den Pfeilen im Rücken und im Kopf. Ach komm, so ein Last Try jetzt hier noch. Ja, komm schon. Warte, du sollst die... Nein, die Mine doch nicht küssen, sondern die sollst ja... Genau so. Und jetzt einfach... Ach, komm! Machen wir mal weiter hier. Wir wollen ja noch Harry Potter sehen. Paludin 14 Impossible von Timmy 007. Hallo Paludin, das ist mein erstes Level. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es gefällt dir. Könntest du bitte die 5B des MAG in OBG grüßen? Und mein Bruder auch. Danke. Ja, ich grüße die 5B des MAG in OBG, was auch immer das heißen soll. Ich mache jetzt einfach mal Go hier und nehme einfach mal den Pogo-Dude. Zack. Ja, das soll ich doch hinbekommen. Ja, warte mal, das kriegen wir noch hin. So, warte. Ich muss hier ein bisschen mehr Speed und dann elegant hier rüber. Und da ist er doch schon, der Victory. Fandest du es? Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der große Impossible-Fan, muss ich sagen. Oh, gut. Paludin 14 Impossible 75 bei Scordex. Hallo Paludin, viel Spaß bei meinem ersten Level. Grüße bitte die 7A aus Attendorn und die WhatsApp-Gruppe juckt keinen. Ja, ich habe irgendwie, schließt ihr euch immer so in WhatsApp-Gruppen zusammen. Das finde ich ganz interessant. Also ich habe zwar auch WhatsApp-Gruppen, aber die handeln jetzt nicht unbedingt von YouTube. Ja, okay, wir haben ein... Oh Gott! Wir haben eine YouTube-House-WhatsApp-Gruppe. Und da ist er schon, der Victory. Und ansonsten hatte ich noch für World of Warcraft eine Arena-Gruppe. Auch eine WhatsApp-Gruppe. So, jetzt geht's endlich zu Harry Potter. Paludin 14 Harry Potter von Maxel 200. Hey, Pal und andere, das ist mein erstes Level. Da du Harry Potter magst, dachte ich mir, ich erstelle dir ein Level. Aber erwarte nicht zu viel. Kannst du bitte Mark aus Hilpoltstein grüßen? Ja, Mark, du seist hiermit auf jeden Fall gegrüßt, Bro. Was geht ab? So, jetzt legen wir mal los hier. Du musst den Stein der Weisen finden. Viel Spaß. Ach, das soll dieser... Oh, da war eine Mine. Das soll dieser Hund sein, der da in diesem ein... Nein, jetzt falle ich hier schon runter. In diesem einen Dingens auf die gewartet hat. Ich sehe die Minen gar nicht. Achso, hier fliege ich nochmal wieder nach oben. Geht's denn... Oh, da ist wieder eine unsichtbare Wand. Harry Potter. So, jetzt geht's hier mal ordentlich nach unten. Sauber. Alright. An diese Stelle kann ich mich mit grünem Schleim, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Oh, Alter, was denn? Ja. Okay. Slow. Oh, nein! Nein, die Dinger werden mich töten! Drehung! Wie habe ich denn gerade meinen Kopf verloren? Na komm jetzt hier. Harry Potter X to the
Rizzle. Ja. Okay, okay, das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass hier, zack. Ey, das ist eine coole Konstruktion. Dass man das immer so anblobbeln muss, damit das runterfällt. Zack. Perfekt. Und jetzt hier schön elegant hoch. Oh, wer ist das denn? Schneemann oder was? Zack. Oder war das der Teil mit den... Was? Naja, das war der Teil, wo sie am Ende hier Schach gespielt haben. Also so eine Art von Schach. Das war ja kein richtiges Schach. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Weiß das jemand? Ich muss aber auch sagen, dass ich Harry Potter, vor allen Dingen die Filme, ich weiß, die Bücher, viele meinen, die Bücher sind der absolute Wahnsinn. Ich habe auch, ich glaube, bis zum Feuervogel, nee, wie heißt das, hieß das denn nochmal? Nicht Orden des Phönix? Mann, das ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich, dass ich den Namen davon nicht weiß. Ja. Nein, wieso drehst du dich? Mann, ich möchte dieses Level jetzt bis zum Ende spielen. Und der Feuerkelch, meine Güte. Bis dahin habe ich die Bücher gelesen, danach nicht mehr. Das war dann irgendwie... Da war viel besser. Ich bin sowieso nicht so der Bücherwurm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele von euch haben denn nur zum Beispiel nur die Bücher gelesen oder beides oder nur die Filme? Das würde mich mal interessieren. So, jetzt hör mal auf hier. Ey, Leute, ich werde die Folge nicht eher beenden, bis wir das hier geslurpt haben. Das könnt ihr euch sicher sein. Ich möchte hier irgendwie am Ende Dumbledore begrüßen. Weil das war ja immer so, am Ende gab es nochmal so einen kleinen Talk mit Dumbledore. Also bei jedem Buch und auch bei jedem Film. Okay, abgesehen davon, also ich will jetzt nicht spoilern. Es kann ja sicherlich... Stimmt, gibt es Leute, die Harry Potter Filme noch nie gesehen haben? Also jetzt nicht, weil sie Harry Potter kacke finden, sondern weil sie einfach, keine Ahnung, davon nichts gehört haben. So, warte jetzt. Oh Gott, das war schon wieder... Hey, dieses eine Schwert richtet sich immer auf. Das ist richtig nervig. So, das haben wir jetzt geschafft. Warte mal. Zack. Fall mal hier runter. Jetzt wird es nochmal schwer. Komm schon. Sauber jetzt aber, komm. Runter hier. Jetzt nichts Korruptes mehr. Nein, bitte töte mich nicht. Hurra, du hast es geschafft. Jawohl, Kammer des Schreckens. Mach auf jeden Fall mehr Level. Ich fand, das war echt eine schmackotastische Sache. Und für heute war es das. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.